Ich bin Aishe Polat. Ich habe das Drehbuch geschrieben, die Regie geführt und den Film mitproduziert. Ich heiße Katja Bürkle und bin Schauspielerin und spiele in Aishes Film die Dokumentarfilmregisseurin Simone. Ich bin Jana Heine und ich bin die Producerin des Films. I am Ahmed Valle, I play Zafar in the Blast. Ich bin Patrick Ort, ich habe bei dem Film die Kamera gemacht. Ich bin Mehmet Aktaş, ich bin der Produzent des Films für Mythos Film. Also ein Totenwinkel ist in drei Teile gegliedert. Aus drei Perspektiven wird ein Zeitraum von 6 Tagen erzählt. Das Ganze findet statt im Nordosten der Türkei, in der Kleinstadt Kars. Im ersten Teil erzählen wir die Perspektive eines deutschen Dokumentarfilmteams. Die Regisseurin Simone dreht eine Reportage über eine kurdische ältere Frau, deren Sohn in den 90er Jahren von JITEM entführt wurde. JITEM war eine Antiterrororganisation, die in den 90er Jahren viele Oppositionelle, vor allem Kurden, entführt, getötet und in Massengräbern verschüttet haben. Baran war mein erstes Kind. Baran war Als er geboren wurde, da war ich selber noch ein Kind. Er war ein sehr hübscher und intelligenter Junge. Er wäre jetzt 48 Jahre alt. Das Team wird begleitet von einer kurdischen Dolmetscherin Leyla, die gleichzeitig die Nachhilfelehrerin der Nachbarstochter Melek ist. Und Meleks Vater arbeitet für eine obskure, düstere Organisation. Und als die Kollegen sehen, dass die Nachhilfelehrerin eben auch mit den Terroristen in Verbindung steht, wird Zafer selbst observiert von seiner Truppe und die gehen dann so weit, dass sie dann Überwachungskameras in seine Wohnung installieren. Der erste Teil ist die Perspektive des deutschen Dokumentarfilmteams und da würde ich gerne nochmal Katja bitten, was über die Rolle, über die Dreharbeiten, über das Drehbuch was zu sagen. Das Erste, was nach dem ersten Lesen schon, was so auffällig war, das führt eigentlich genau dahin, nämlich in den dunkelsten Fleck dieses Films, was ja dann die Szene ist, die wir dann eigentlich gleich anschauen. Und wie genial und großartig Aisha eine sehr komplexe Konstruktion geschaffen hat, um überhaupt von diesen Ungeheuerlichkeiten so erzählen zu können. Kimin adı ne? Yeşil gözlü genç adamı. Dedemle birlikte kaçırmışsınız. Öldürüp gömmüşsünüz. O adamın adı. Sonra annesini mezarına getirmişsiniz. Elleriyle mezarını kazdırmışsınız. Dizlerinin üzerine çöktürmüşsünüz. Oğlunları gözlerine bakarken eteğini çıkarıp Kes! Çok içirmişler lan bu kızı. Die Szene ist so der Höhepunkt des Filmes und es bringt so vieles auf den Punkt, dass dieses kleine Mädchen einfach diese Bilder, diese Geschichte hat und diese Geschichte, die sie eventuell von einem imaginären Freund gehört hat oder aber von ihrem Opa, der für JITEM gearbeitet hat. Und eigentlich die Vergangenheit, die nicht ausgesprochen wird, die nicht verhandelt wird, sie so belastet. Also es ist eine Last, eine schwere Last, die auf ihren Schultern liegt. Und eigentlich sie als die neue Generation, die ist ja auch die Hoffnung, als die neue Generation, die sagt,
die alte ältere Generation auffordert, sich zu stellen und sich damit auseinanderzusetzen. Das ist die, klar ist, diese Gruppe sind keine offizielle türkische Geheimdienst, aber sie sind gesetzlos. Sie sind sozusagen wie eine Kontrguerilla-Organisation, aber die gleichzeitig im Privat, sie unterhalten sich, sie essen, sie lachen. Von Täterperspektive kann man den als Mensch auch kennt man. Und sie sind am Ende sind auch irgendwie Victim, man sieht. Und Melek Charakter in diesem Szene war so wichtig. Sie ist als eine Wahrsagerin auftritt. Das sehe ich auch in Melek, auch wenn sie jetzt aus der Täterfamilie kommt, dass sie einfach damit versucht, zu zeigen, sichtbar zu machen, was immer wieder in diesen toten Winkel geschoben wird, zu zeigen, denn das ist da und das ist vorhanden. Auch wenn ihr es nicht seht, wenn ihr es verdrängt, es wird immer da bleiben und ihr müsst euch dem stellen. Und man muss noch dazu sagen, ich habe sehr lange den Schauspieler gesucht, die diese Rolle spielen. Und die meisten in seiner Altersgruppe haben sich einfach nicht getraut. Sie haben gesagt, ich habe jetzt so viele Verträge, Werbeverträge und spiele in Serien, das ist mir zu riskant. Ich habe mit Ayşe lange diskutiert, ob wir wegen politischer Lage Film in der Türkei drehen oder ein anderen Land. Aber Ayşe hat sich eingesetzt, dass wir originale Location in der Türkei drehen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir permanent bedroht waren, aber natürlich sind Dreharbeiten zu einem kurdischen Stoff per se in der Türkei ein gewisses Risiko, das man eingeht. Wir mussten alle schauen, was kommt da auf uns zu, mussten alle sehr viel Mut beweisen und Stichwort Mut, daher auch nochmal natürlich ein ganz, ganz großes Kompliment auch an Katja und auch stellvertretend alle Schauspieler, Schauspielerinnen und das gesamte Team, die den Schritt gewagt haben, in dieser nervenaufreibenden Zeit mit uns in die Türkei zu fliegen, uns da vertraut haben, dass wir diesen Dreh managen können, dass wir auf alle aufpassen können. So, jetzt erzähl mal, was genau hat er gesagt? Er will politisches Asyl in Deutschland. Er will, dass du ihm dabei hilfst. Dann im Gegenzug dafür will er vor der Kamera sagen, irgendwas mit seiner Antiterrortruppe erzählen. Und im Café will er dir ein paar Fotos zeigen. Wie kam der auf Ehib? Er meinte nur, erzähl deinen deutschen Genossen, dass ich Deutsche weiß. Genossen? Ist besser als deutsche Spione. Dass ich weiß, wo der Anwalt Ehib ist. Ich hatte auch sehr früh Patrick mit einbezogen, was das Kamerakonzept anbelangt, weil es geht ja sehr viel um Multiperspektiven, auch multimedial und diese, wie vermischt man. Und dann haben wir halt überlegt, okay, wir nehmen doch diese objektive Kamera und gucken halt, wie wir diese umgehen mit diesen Aufnahmen vom Handy, von der Überwachungskamera, von der IB-Kamera. Und da haben sehr lange Gespräche mit Patrick stattgefunden, ganz viele Proben auch. Und aber vielleicht kann ja Patrick noch was dazu sagen. Ja, wie gesagt, die Vorbereitung war schon sehr anspruchsvoll, auch intellektuell. Also wir haben den Figuren halt ihre Bildebenen zugeordnet. Also das ging so weit, dass jede Figur, haben wir uns überlegt, welches Handymodell es hat, ne? Also um auch sozusagen Bild und wie kann man diese bildlichen Ebenen überhaupt voneinander trennen? Und das ist dann schon wirklich so Kopfsport auf eine Art, also diese Pläne, diese Perspektiven, welche Szene also aus welcher Perspektive am interessantesten oder überraschendsten. Das Faszinierende war, dass eben es keine lineare Erzählung gibt, sondern dass sich der Film eigentlich aus so Fragmenten zusammensetzt, die aus verschiedenen Medien entstehen. Und das Tolle beim Dreh dann war, dass sich das fast ein bisschen verselbstständigt hat. Das heißt, dass wir mit diesen ganzen Ebenen relativ virtuos oder spontan umgegangen sind. Und das natürlich dazu führte, dass jede Szene vielfach gedreht wurde, eben mit diesen verschiedenen Mitteln. Und ich glaube, dass die erzählerische Ebene, also die autoriale, objektive Kamera-Ebene, doch auch sehr wichtig ist, um eben diese Perspektiven immer wieder auf neutral zu schalten und sich immer wieder zu fragen, in welcher Welt befinde ich mich gerade? Und ich finde, dass das dann im Schnitt auch wirklich sehr gut gelungen ist.
Mavi araban var. Sen beni gelirken mi gördün? Bir çocuğun var gözlüklü. Sen nereden biliyorsun? O bana gösterdi. O kim? Onu söylemiyor. Hayal gücü bayağı büyük de o yüzden uyduruyor. Thema ist einfach, wie generationsübergreifende Trauma weitergegeben werden. Und das zeigt sich vor allem darin, dass die Melek das Kind von einem imaginären Freund hat. Dieser imaginäre Freund ihr Geschichten erzählt, verstörende Geschichten erzählt und sie dazu auffordert, verstörende Sachen zu machen. Ah, onun da yani arkadaşı varmış. İsmi Ernst'miş. Sie fragt, ob er noch da ist. Also wenn sie will, dass er verschwindet, dann müssen wir Folgendes machen. Simbala, Simbala, Bim, Bim. Simbala, Simbala. Und da ein deutsches Dokumentarfilmteam hinzuschicken, finde ich schon mal großartig. Einfach, wir sind die selbsternannten irgendwie Erinnerungskultur-Weltmeister und fahren jetzt dahin, um über kollektive Trauma irgendwie berichten zu können oder uns anmaßen, davon zu berichten. Und in dem Sinne war für mich eigentlich sehr klar, auf welcher Spur diese Simone zu erzählen ist. Die ist ja nicht blöd, die ist ja schon sehr professionell, aber es ist einfach... die Vergeblichkeit der scheinbar aufklärerischen mitteleuropäischen Position, die dann doch wahnsinnig vieles übersieht. Das Großartige ist ja, dass man erstmal an der Hand genommen wird von eben diesem deutschen Dokumentarfilmteam, das einen eigentlich erstmal an die Hand nimmt in etwas, was man vermeintlich kennt, auch eine Bildsprache, die man vermeintlich kennt. Und dann kippt dieser ja Film in ja was völlig anderes und wechselt auch komplett die Seiten, um eben eigentlich von der Täterseite her zu erzählen oder da reinzuschauen. In my opinion, there is no 100%, you know, badness or goodness. I feel like this, you know, Zafer is stuck in, you know, between somewhere. Maybe, you know, between his father's soul, the culture soul, between family, you know, his soul. You know, he's stuck in between a lot of, you know, stuff. But he's still a bad person. İnsanlar ölünce nereye gidiyor? İyi olanlar cennete gidiyor kızım. Peki ya ben? Tabii ki. Çünkü sen zaten meleksin. Oh. It was a big school from Çağla because the Ayşe is a great director. She always the support Çağla. And it was not so easy because Çağla was 5 years old in the film. Als ich das Buch geschrieben habe, ich habe ja 5 Jahre an dem Buch gearbeitet, wusste ich, dass der Film mit der Besetzung von Melek steht und fällt. Das war ganz klar. Und als Çağla dann mir gegenüber saß, da war sie wirklich sehr klein, 5,5, mit dem ganz süßen Gesicht und dieser Blick, den sie wirklich sehr lange für ihr Alter sehr lange halten konnte. Und sie saß mit ihm und guckte und guckte und guckte und hörte nicht mehr auf zu gucken. Und langsam wurde es unheimlich. Und man dachte es auf einmal, das ist kein Kind mehr. In ihr ist so eine alte, weise Frau, die irgendwie uralt ist und weise ist und so. Und da wusste ich, das ist sie, was ich gesucht habe. Und das ist wirklich ein Geschenk Gottes. Film çekilirken senin için en güzel an hangisiydi? En unutmadığın en güzel an. Mutfaktaki tabağı yere atma. En kötü an neydi? Var mıydı kötü bir an? Yoktu. Ich würde doch gerne mal was ergänzen, weil ich meine, es ist so, für mich auch war wichtig,
dass man es nicht nur auf die Türkei reduziert. Es erzählt ein autoritäres System, autoritäres Regime. Und wie wir wissen, gibt es sie mittlerweile immer mehr. Es nimmt immer mehr zu. Und was so ein Regime mit den Leuten macht und dass die Leute dann irgendwann selbst von diesem Regime auch aufgefressen werden, das ist mir wichtig gewesen. Und es hat mich auch gefreut, dass es aufgegangen ist. Also mir bedeutet die Nominierung zum Deutschen Filmpreis wahnsinnig viel. Es ist so unfassbar schön und es ist für mich schon der Gewinn. Und ich muss sagen, es bedeutet mir sehr viel, weil der Film natürlich nicht nur inhaltlich, aber auch formal was Neues ausprobiert und versucht, mit dieser Erzählform so neue Fühl- und Denkräume zu schaffen. Ich kann gar nicht beschreiben, als das verkündet worden ist. Ich habe wirklich 2 Tage gefeiert.